Hallo zusammen. Heute sprechen wir über die TV-Serie Kommissar Rex 1994. Alle Schauspieler von damals und heute kommen im Jahr 2024 wieder zusammen. Lehnen Sie sich also mit etwas Popcorn zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie das Video. Nummer 1. Gerhard Zehmann als Doktor. Leo Graf ist eine der wichtigen Figuren im 1994 erschienenen österreichischen Kriminalfilm Kommissar Rex, grob übersetzt Kommissar Rex. Geboren am 21. März 1940, als er begann, Dr. Leo Graf, Zehmann ist 54 Jahre alt. Er übernahm die Rolle eines forensischen Arztes, der für die Untersuchung der Opfer und die Bereitstellung wichtiger wissenschaftlicher Informationen für den Ermittlungsprozess verantwortlich war. Dr. Leo Graf ist ein professioneller Arzt, der sich seiner Arbeit widmet und über umfangreiche Kenntnisse in der Forensik verfügt. Mit Erfahrung und ausgeprägten analytischen Fähigkeiten hilft er dem Detektivteam, zu dem auch Rex, der berühmte Polizeihund, gehört, bei der Lösung komplexer Fälle. Charakter Dr. Leo Graf tritt stets mit ruhigem, ernstem Auftreten auf und bringt wichtige, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Aufklärung krimineller Rätsel bei. Er ist oft derjenige, der wichtige Informationen über die Todesursache, den Zeitpunkt des Todes und physische Beweise im Zusammenhang mit dem Fall gibt. Mit einer überzeugenden Leistung verkörperte Gerhard Zehmann erfolgreich das Image eines vertrauenswürdigen Gerichtsmediziners und wurde zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Ermittlungsteams von Kommissar Rex. Obwohl er nicht wie andere Ermittler an Verfolgungsjagden oder Aktionen teilnimmt, ist Dr. Leo Graf stets der entscheidende Faktor bei der Lösung von Fällen. Gerhard Zehmann blieb dieser Funktion viele Jahre treu und trug zum Erfolg von Kommissar Rex bei. Leider verstarb er am 14. April 2010 im Alter von 70 Jahren. Rolle von Dr. sein Leo Graf hat beim Publikum einen tiefen Eindruck hinterlassen. Und Zehmann wird immer als talentierter Schauspieler in Erinnerung bleiben, der dazu beigetragen hat, das Bild einer hervorragenden und nachvollziehbaren forensischen Figur in den Herzen des Publikums zu formen. Nummer 2. Heinz Weichselbraun ist als Christian Böck eine der prominenten Figuren im österreichischen Kriminalfilm Kommissar Rex. Grob übersetzt Kommissar Rex. Heinz Weichselbraun wurde am 19. Mai 1963 geboren und war 31 Jahre alt, als er 1994 mit dem Film begann. Der Charakter Christian Böck ist ein junger, tatkräftiger und enthusiastischer Detektiv, der neben dem berühmten Polizeihund Rex eine wichtige Rolle im Ermittlungsteam spielt. Christian Böck wird als kluger, agiler Detektiv beschrieben, der stets auf der Suche nach neuen Methoden zur Lösung von Fällen ist. Mit jugendlichem Geist und ausgeprägtem Ermittlungsgeschick nimmt Böck regelmäßig an schwierigen Ermittlungen teil und arbeitet mit Kollegen zusammen, um komplexe Fälle zu lösen. Böck hat eine besondere Beziehung zu Rex und unterstützt den Polizeihund stets bei seinen Einsätzen. Seine Persönlichkeit ist kontaktfreudig, freundlich und bringt oft leichte, humorvolle Momente in den Film, die die angespannte Atmosphäre der Fälle lockern. Heinz Weichselbraun verkörperte erfolgreich das Bild eines jungen Detektivs, der nicht nur talentiert, sondern auch leidenschaftlich für den Schutz der Gerechtigkeit ist. Sein Charakter Christian Böck wurde dank seiner Kombination aus fröhlicher Persönlichkeit und Professionalität bei der Arbeit schnell zu einem der Favoriten von Kommissar Rex. Im Jahr 2024 ist Heinz Weichselbraun 61 Jahre alt und seine Rolle als Christian Böck ist dem Publikum noch immer als wichtiger Teil des Films in Erinnerung. Diese Rolle verhalf Weichselbraun zu seinem schauspielerischen Talent und trug zum Erfolg von Kommissar Rex bei, einer der beliebtesten Krimiserien in Österreich und vielen anderen Ländern. Nummer 3. Wolf Bachhoffner ist als Peter Höllerer einer der prominenten und bekannten Charaktere der berühmten österreichischen Krimiserie Kommissar Rex, ungefähr übersetzt Kommissar Rex. Wolf Bachhoffner wurde 1961 geboren. Als er 1994 am Film mitwirkte, war er 33 Jahre alt. Der Charakter Peter Höllerer ist ein erfahrener Detektiv,
mit einer offenen, freundlichen Persönlichkeit und Professionalität in der Ermittlungsarbeit. Peter Höllerer wird als erfahrener und engagierter Detektiv dargestellt, der stets Seite an Seite mit seinen Kollegen und dem Polizeihund Rex an der Aufklärung von Verbrechen arbeitet. Mit ausgeprägtem Ermittlungsgeschick und Geduld spielt Höllerer eine wichtige Rolle bei der Lösung komplexer Fälle. Dieser Charakter zeichnet sich durch sein ruhiges Auftreten, seine Fähigkeit aus, Probleme umfassend zu betrachten und seine Teamkollegen bei Bedarf stets zu unterstützen. Höllerer ist oft derjenige, der im Ermittlungsteam für die Balance sorgt und Vertrauen und Professionalität in den Arbeitsprozess bringt. Darüber hinaus wird Peter Höllerer auch für seine freundliche und humorvolle Art geschätzt, die für angenehme Momente sorgt und dem Publikum hilft, sich der Figur näher zu fühlen. Auch die Interaktion zwischen Höllerer und Rex ist ein interessanter Teil des Films, da er diesem talentierten Polizeihund jederzeit bei der Aufdeckung von Straftaten zur Seite steht. Im Jahr 2024 ist Wolfgang Hoffner 63 Jahre alt und seine Rolle als Peter Höllerer wird vom Publikum noch immer mit Respekt in Erinnerung gehalten. Mit natürlichem Schauspiel gelang es Bachhoffner, das Bild eines Detektivs darzustellen, der sowohl hart bei der Arbeit als auch reich an Emotionen und Menschlichkeit in Beziehungen ist. Die Rolle von Peter Höllerer half Bachhoffner dabei, einen starken Eindruck bei Kommissar Rex zu hinterlassen und wurde zu einem integralen Bestandteil des Erfolgs der Serie. Nummer 4. Martin Weineck ist als Fritz Kunz einer der beeindruckenden Charaktere der berühmten österreichischen Krimiserie Kommissar Rex. Ungefähr übersetzt Kommissar Rex. Martin Weineck wurde am 30. Juni 1964 geboren, als er 1994 anfing, in dem Film mitzuspielen und war erst 30 Jahre alt. Sein Charakter Fritz Kunz wird als Kommissar mit einer realistischen, fröhlichen Persönlichkeit dargestellt, der sich aber auch sehr engagiert für die Kriminalermittlung einsetzt. Fritz Kunz ist Mitglied des Ermittlungsteams und arbeitet oft an der Seite von Polizeihund Rex, um komplexe Fälle zu lösen. Kunz zeichnet sich durch Agilität, gute Beobachtungsgabe und effektive Problemlösungsfähigkeit aus. Dieser Charakter trägt nicht nur zu den Ermittlungen bei, sondern bringt auch humorvolle und leichte Momente mit, die dazu beitragen, die angespannte Atmosphäre des Films auszugleichen. Kunz' verspielte Persönlichkeit und sein witziger Umgang mit seinen Kollegen sowie mit Rex machten die Figur zu einem Publikumsliebling. Obwohl Kunz nicht die Hauptfigur ist, ist sein Beitrag zu jedem Fall unbestreitbar. Er hilft aktiv beim Sammeln von Informationen, bei der Analyse von Hinweisen und ist oft derjenige, der neue Ideen zur Lösung schwieriger Fälle einbringt. Dieser Charakter bringt dem Ermittlungsteam eine harmonische Kombination aus Fachwissen und Komfort in den Arbeitsbeziehungen. Im Jahr 2024 ist Martin Weineck 60 Jahre alt und seine Rolle als Fritz Kunz hinterlässt noch immer einen tiefen Eindruck beim Publikum. Mit natürlichem Schauspiel und der Fähigkeit, einen ebenso intelligenten wie humorvollen Charakter zu erschaffen, trug Martin Weineck zum Erfolg von Kommissar Rex bei. Fritz Kunz wurde zusammen mit den anderen Ermittlern und Rex zum Symbol effektiver Zusammenarbeit bei strafrechtlichen Ermittlungen. Und die Rolle blieb auch viele Jahre nach Ausstrahlung der Serie beliebt. Nummer 5. Santo vom Haus Ziegelmeier, bekannt als Reginald von Ravenhorst oder einfach Rex, ist der ikonische Polizeihund im österreichischen Kriminalfilm Kommissar Rex. Rex wurde am 1. Juni 1991 geboren, als der Film 1994 herauskam und war 3 Jahre alt. Als deutscher Schäferhund wurde Rex zur zentralen Figur des Films und zog das Publikum mit seiner Intelligenz, seinem Mut und seiner Loyalität an. In Kommissar Rex spielt Rex die Rolle eines Polizeihundes, der mit dem Ermittlungsteam zusammenarbeitet und bei der Lösung vieler komplexer Fälle hilft. Rex' besondere Fähigkeiten liegen darin, Hinweise aufzuspüren, Kriminelle zu jagen und manchmal sogar Teamkollegen in gefährlichen Situationen zu retten. Mit seiner Intelligenz und seinem scharfen Instinkt ist Rex nicht nur ein unterstützendes Werkzeug für Detektive, sondern auch ein echter Teamkollege, der geliebt und respektiert wird.
Ein Teil des Reizes des Films liegt in der Interaktion zwischen Rex und den Detectives im Team begründet. Insbesondere in den humorvollen und intimen Momenten, die er mit sich bringt. Rex zeigt nicht nur Ernsthaftigkeit in seiner Arbeit, sondern hat auch lustige Momente, die das Publikum zum Lachen bringen. Rex' mutige und loyale Persönlichkeit schuf ein liebenswertes und sympathisches Bild und machte ihn zum wahren Star des Films. Leider verstarb Santo vom Haus Ziegelmeier, der Hund, der Rex spielte, im Jahr 2003 im Alter von 12 Jahren. Das Bild von Rex in O Kommissar Rex lebt jedoch in den Herzen der Zuschauer weiter. Rex ist nicht nur ein Polizeihund, sondern in der Welt der Kriminalfilme auch ein Symbol für Mut, Intelligenz und Loyalität. Rex' Auftritt trug wesentlich zum Erfolg von Kommissar Rex bei und machte die Serie zu einer der beliebtesten Krimiserien im Fernsehen. Nummer 6. Tobias Moretti, der Richard Moser spielt, ist einer der wichtigsten und prominentesten Charaktere im berühmten österreichischen Kriminalfilm Kommissar Rex, grob übersetzt Kommissar Rex. Tobias Moretti wurde am 11. Juli 1959 geboren und war 35 Jahre alt, als er 1994 begann, an dem Film mitzuwirken. Mit der Rolle des Richard Moser wurde Moretti dem Publikum schnell ein bekanntes Gesicht und verhalf Kommissar Rex zu großem Erfolg. Richard Moser ist ein talentierter, intelligenter und zielstrebiger Polizeiinspektor. Er ist bekannt für seinen professionellen Arbeitsstil, seine Geduld und sein Engagement für die Gerechtigkeit. Die besondere Beziehung zwischen Moser und dem Polizeihund Rex ist ein Höhepunkt in allen Episoden, in denen Moretti mitwirkt. Rex ist nicht nur ein wertvoller Mitarbeiter, sondern auch ein treuer Freund von Moser. Die beiden koordinieren sich oft reibungslos, um komplexe Fälle zu lösen. Diese Freundschaft ist einer der Faktoren, die die große Anziehungskraft des Films ausmachen und ein großes Publikum anziehen. Auch gegenüber seinen Kollegen ist Moser ein sensibler und fürsorglicher Mensch. Er hat ein ruhiges Auftreten und findet immer Wege, Fälle mit Weisheit und Mitgefühl zu lösen. Mosers Charakter ist nicht nur mit gefährlichen und stressigen Situationen konfrontiert, sondern hat auch Momente, ist voller Emotionen und innerer Tiefe und verleiht Morettis Schauspielstil eine Fülle. Tobias Moretti trug wesentlich zum anfänglichen Erfolg von Kommissar Rex bei und seine Rolle als Richard Moser gilt als eine der Rollen seines Lebens. Obwohl Moretti die Serie nach einigen Staffeln verließ, bleibt das Bild von Inspektor Richard Moser immer als Symbol für Mut und Gerechtigkeit in Erinnerung. Im Jahr 2024 ist Tobias Moretti 65 Jahre alt und immer noch einer der beliebtesten Schauspieler in Österreich und auf der ganzen Welt. Mit der Rolle des Richard Moser hinterließ er starke Spuren in den Herzen des Publikums. Und Kommissar Rex ist bis heute eine der berühmtesten und meistgesehenen Krimiserien. Nummer 7. Gedeon Burkhardt ist als Alexander Brandner einer der prominenten Charaktere der berühmten Krimiserie Kommissar Rex. Grob übersetzt Kommissar Rex. Burkhardt wurde am 3. Juli 1969 geboren, als er zum ersten Mal in der Serie auftrat. In späteren Staffeln spielte er Brandner, als er 29 Jahre alt war, und ersetzte Tobias Moretti als Richard Moser, nachdem die Figur Moser gestorben war. Auch wenn er erst nach der Ausstrahlung des Films im Jahr 1994 mitwirkte, hinterließ Burkhardt mit der Figur Alexander Brandner, einem talentierten und entscheidungsfreudigen Polizeikommissar, beim Publikum dennoch einen starken Eindruck. Alexander Brandner wird als junger, dynamischer Detektiv mit scharfem Urteilsvermögen dargestellt. Nach dem Weggang von Richard Moser wird er der neue Partner von Polizeihund Rex. Brandner hat eine enge Bindung zu Rex und versteht Rex, wodurch ein Paar entsteht, das bei Ermittlungen gut funktioniert. Seine genialen Ermittlungsfähigkeiten und seine Beweglichkeit helfen bei der Lösung vieler komplexer Fälle. Und diese Rolle bringt dramatische, spannende Action-Szenen in die Serie. Gedeon Burkhardts Charakter. Brandner bringt neuen Schwung in Kommissar Rex und trägt dazu bei, dass der Film nach einem großen Wechsel in der Hauptdarstellerin seinen Reiz behält. Brandner wird als eine Person mit einem starken Führungsstil beschrieben,
die aber auch sehr kollegial und mitfühlend ist. Die Freundschaft zwischen ihm und Rex entwickelt sich weiter und es entsteht eine ähnliche Bindung wie zuvor zwischen Rex und Moser, was dazu beiträgt, dass der Film seine Anziehungskraft auf das Publikum behält. Im Jahr 2024 ist Gedeon Burkhardt 55 Jahre alt und noch immer einer der bekanntesten Schauspieler des deutschen und österreichischen Kinos. Die Rolle des Alexander Brandner in Kommissar Rex spielte eine wichtige Rolle in Burkhardts Karriere und verhalf ihm zu einem bekannten Gesicht beim weltweiten Publikum. Dank seines natürlichen Schauspiels hat Burkhardt einen mutigen, talentierten und humanen Polizeiinspektor geschaffen, der dieser berühmten Detektivserie weiterhin zum Erfolg verholfen hat. Und da haben Sie es. Ein kurzer Überblick über die Besetzungsänderungen von The Never Ending Story. Welche Entwicklung hat Sie am meisten überrascht? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um noch mehr nostalgische Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.